Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay einer Akizuki in einem 8er Gefecht. Das ist natürlich ein Schlachtfest. Eingesendet von Mr. Incredible 85 TK3. Das dürfte Team Credo 3 sein, weil ich das gerade lese. Ne? Oder weil ich das gerade sehe. Mir ist zu Ohren gekommen, auch in den Streams, dass manche Leute gerne Spieler aufgrund ihrer Clanzugehörigkeit herabwürdigen oder verarschen. Ihr wisst ja, was ich davon halte. Jeder sollte respektvoll mit anderen umgehen, so wie er selbst behandelt werden möchte. Also respektvoll. Leute aufgrund ihrer Clan-Zugehörigkeit zu erniedrigen und sich selbst zu erheben, ist immer eine bescheidene Idee, charakterlich gesehen. Ich sage nichts, wenn... Übrigens eine krasse Tarnung. What the fuck? Was ist denn das? Die kenne ich ja gar nicht. Was habe ich da verpasst? Naja, da muss ich mich jetzt nachher damit beschäftigen, was das für ein Ding ist. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist halt typisch ich. Also, ich sage überhaupt nichts dagegen, wenn man im Gefecht mal flucht und sagt, oh, du Scheiß, Mr. Incredible, du mieses Stück. Piep, 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 hast die Torpedos in die dämlichste Richtung geschickt. Weil ich natürlich da reingefahren bin, deswegen ist es die dämlichste Richtung, die es gibt. Ne? Zum Beispiel, ich glaube, da sagt niemand etwas. Das ist ja themenbezogen und ein bisschen Dampf ablassen. Das muss sein. Ich hätte jetzt auch einen fiktiven Namen nehmen können, aber gut. Ich möchte nur das einmal geklärt haben. Also seid so gut. Ich glaube, euch muss ich das nicht sagen, aber in den Kommentaren will ich derlei Dinge nicht lesen. Ich habe ein Zufallsgefecht ausgewählt und bin gespannt, was passiert, weil es ist vielleicht, vielleicht habe ich auch mal das Glück, dass es nicht ein Übergefecht ist. Ich finde Replays, wo Fehler gemacht werden, sind weitaus interessanter zum Zusehen. So langsam ist es vielleicht auch für euch ermüdend, immer nur High-Damage-Gefechte zu sehen oder Storms zu sehen. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder das Format beschissene Gefechte einzuführen, da wo alles falsch geht. Ich kann mit einem Elbing-Replay dienen. So, die Gäre zum Beispiel, die macht auch das gerne, was ich gerne mache. Sie jodelt mit dem Zerstörer zu nah um die Insel. Die Pew Pew hier sind remarkable, erinnerungswürdig. Es hat etwas von... Warum will ich jetzt Englisch sprechen? Ja, Smoothness. Also es ist smooth, wie die hier rausgeblüppt werden. Das hat nicht dieses harte Feuern, wo man richtig spürt, wie die Rohre abgenutzt werden, die Granate durch den Lauf gepresst wird, durch den Druck, der dahinter ist, durch die Gewalt der Explosion, sondern jetzt wird man, ich will jetzt nicht über Rohre und deren sprechen, sprechen wir über was anderes. Keine Ahnung, es ist sehr smooth, ja. Der Fehler, den die Gary gemacht hat, ist einerseits kein Support. Sie ist zu schnell nach vorne gefahren, ohne für das Team zu warten. Das können sie nicht entscheiden. Das hat einmal hier in Ringelbitz mit Anfassen gespielt. Und jetzt bezahlt es den Preis, nämlich fehlender Spot von außen. Und der Fehler, den die Gäde gemacht hat, noch zusätzlich ist, tatsächlich zu nah an der Insel rumzufahren. Wenn man von Concealment profitieren möchte, gut, was jetzt eine Gäde nicht unbedingt macht, aber wenn man als Stufe 6 sicher fahren möchte, dann muss man immer 1 bis 2 Kilometer plus zur eigenen Aufdeckungsreichweite Entfernung lassen, um eine Insel zu fahren. Außer man jagt eine gegnerische Idee, wo man genau weiß, der ist da und man will selbst in Close Quarter Combat, also in den Nahkampf kommen, damit man dort seine Stärken ausspielen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man das halt auch nicht machen. Man sollte immer versuchen, den bestmöglichen Begegnungsfall zu suchen oder herbeizuführen, um den Sieg davon zu tragen. Weil ein Schiff macht meist keinen Sieg. Man muss weiterkämpfen können danach. Unsere Schlachtschiffe bleiben jetzt zurück. Das, was über die Gäde gerade gesagt worden ist, passiert jetzt hier mit Akatsuki. Allerdings in abgeschwächter Form, weil wir haben noch eine Fubuki und eine Minsk hier. Wir sollten eigentlich nicht überrascht werden, außer, und das ist das einzige außer, von einem DD. Und jetzt, da die Yudachi offen ist, wissen wir, wo alle DDs sind. Mega praktisch. Wir haben oben die Gallants und die Benson in der Mitte und hier haben wir die Yudachi. Und die Yudachi ist der 7er mit den 12-Kilometer-Torpedos, wenn es mich nicht täuscht. Mit den 15-Kilometer-Torpedos und den 12er gibt es ja nicht mehr, weil
Das war minus 20% Reichweite für plus 5 Knoten. Den Skill, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Schade. Bin jetzt immer mit den 12ern gefahren. Ja. Hier sieht man übrigens, was eine Akizuki macht. Armen. Ja, man soll die Kanonen benutzen. Bin gespannt auf die Skillung. Ich glaube auch. Ich muss mal kurz das Spiel ein bisschen leiser machen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Pew-Pews zu laut sind. Ich glaube, jetzt ist es angenehmer. Ja, so elegant die Granaten auch die Geschütze verlassen. Ja, so flutschig, so nervig laut ist es doch. Nichts für ungut. Ja, die Tarnung ist natürlich wie immer Geschmackssache. Hin und wieder finde ich auch gefallen daran, solche Space-Tarnungen zu fahren oder Spezialtarnungen zu fahren, einfach weil sie passend sind oder Kindheitserinnerung, Transformer. Oder vielleicht, wenn man im Warhammer-Fieber sitzt, ne? Warum nicht? Aber die Töne dazu sind leider ein bisschen aufdringlich. Man merkt es bei den Transformern im Hafen, man merkt es bei den Warhammern, bei den Cross of Dawn. Das Ding schreit die ganze Zeit rum, hat immer etwas zu kommentieren. Das mache ich ja schon. Geh weg! Das mache ich ja schon. Sarada. Das Problem bei diesen Gefechten ist die Positionierung des eigenen und des Gegnerteams, muss man leider sagen. Es wäre übrigens auch der Zeitpunkt, um mal AP zu schießen. Kommt ganz darauf an, wie man das Ding geskillt hat. Und jetzt sind wir offen, jetzt mache ich es aus. AP sollte gut funktionieren. Das sind die 100mm übrigens, die haben 30mm Pen. Wir beschießen ein Schlachtschiff. Hier die 19mm reichen, also ist die Superstructure hier, reicht vollkommen aus. Wenn man nicht IFA geskillt hat, dann kann man vorne und hinten auch noch Schaden machen. Wenn ich sagen, ich würde auf jeden Fall immer IFA skillen, aber ich bevorzuge es auf meiner Akizuki und auf meiner Kitakaze tatsächlich. Ist abhängig davon, was man fährt mit den Dingern. Doppelconsumen, ja, kann man, muss man sogar nicht einfach consumen, kann man auch, wenn man einen Kreuzer-Stil mit Smoke fährt und eine Zitadelle und viel Takataka. Ist auch eine Möglichkeit. Wenn man es Doppelkonsument fährt, muss man hierfür nicht skillen. Wenn man sie nur auf Einfachreichweite fährt, dann das reicht für jeden DD, der näher kommt, um den rauszublasen, die Pen zum Beispiel. Das sind die Punkte für den Arsch. Wenn man viel farmen möchte, dann nimmt man hierfür mit. Abhängig davon, wie hoch der Kapitän ist und wie man das Schiff fährt. Im Nahkampf mit 6,1 km Concealment, diesem Wendekreisradius und der äußerst trägen Lenkung, wie ich finde, ist natürlich schwierig, Torpedos auszuweichen. Also Akizuki Kitakaze Harugumo im Infight unter 5 km gegen gegnerische Torpedos, da muss man sein Schiff sehr vorausschauend beherrschen, damit man da noch rauskommt. Oder nennen wir das Kind beim Namen, der Gegner muss ziemlich bescheiden sein beim Torpedieren. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Gut ist auch, dass der gegnerische Flugzeugträger kaum Interesse am Vorstoß des Teams auf dieser Seite hier zeigt. Das ist bezeichnend. Massachusetts regiert hier über die Gneisener und die Bayern mit eiserner Gewalt. Eigentlich, weil Gneisener bewegt sich kaum und die Bayern, ist ein Sechser. Und die schießt mit den Vierern und Sechsern hier gute Löcher rein. Müsst ihr bei der Akizuki einmal kurz die Aufdeckungsreichweite zur Luft mit 2,9, das ist praktisch, dann kann man sehen. Wenn ich schon oft bin, würde ich trotzdem schießen, also mit der sekundären. Der Vorteil der Sekundärartillerie ist, sobald sie nicht mehr schießt und das Flugzeug weg ist, ist man wieder zu. Ja, gut. Es ist eine kleine Pattsituation, die sich innerhalb der nächsten 3 Minuten eigentlich auflösen sollte. Was wir hier auf der Karte sehen, wir haben oben und unten quasi die gespiegelten Varianten unseres eigenen Teams. Ein Team im Angriff, eins in der Verteidigung, beides mal auf der Flanke. Und das war's eigentlich. Kaga kümmert sich um nicht das angreifende Team. Also bei uns schon, aber im Gegnerteam, Paragraph Zeppelin, kümmert sich auf das Verteidigende, um das verteidigende Team. Was interessant ist. Aber ja. Ich würde sagen, es ist nicht die richtige Entscheidung, weil es ist halt viel näher dran, eigentlich am angreifenden Team, also an uns hier. Und da wäre schon geil, wenn da was gemacht wird. So, sehe ich einmal AP? Wahrscheinlich nicht.
Übrigens die 10-Kilometer-Torpedo ist die einzige Schwäche der Akizuki. Also angenehm wären 12, aber man kann nicht alles haben. Bin ich gespannt. Die Fidschi könnte sich umpositioniert haben. Wenn sie verwegen ist, dann kommt sie hier oben durch die Lücke auf der E-Linie, wenn sie verwegen ist. Und wenn sie die sichere Variante fährt, dann ist sie ja, hier hingefahren. Oder sitzt hier hinter der Insel. Wird sie hier hinter der Insel fahren, dann sollte sie aber eigentlich schon lange schießen auf New Orleans und Massachusetts, die eigentlich dauergespottet sind von Bayern. Aber bei den New Orleans fährt jetzt hinter die Insel. Wir könnten hier auch nochmal schießen, ganz genau. Und je nachdem, wo die Udachi ist, und die ist auf der inneren Seite, gehen wir gar nicht auf. Und jetzt erst kümmert sich der Flugzeugträger um uns. Ihr seht, ein abwartendes Gefecht mit einer Akizuki. Ja, das braucht es bei diesen Verteidigungsgefechten. Und da hat die Bayern den einen Torpedo hier gelutschen. Finde ich gut. Übrigens, all jene, die ihn nicht kennen, Admiral Lu Chen ist ein panasiatischer General, der bekannt ist für seine aggressiven Torpedo-Angriffe. Der darf nicht in Vergessenheit geraten. Könnt ihr gerne mal googeln. Admiral Lu Chen. Das ist L-U und Chen schreibt man mit C-H-I-N, klassisch chinesisch natürlich, also klassisch asiatisch. Ich hoffe, all jene verstehen den Witz. Also egal. Und wenn nicht, ist nicht meine Schuld. Da, die Fidschi geht hier noch ab. Hier hinter der Insel ist eine denkbar schlechte Position. Wir haben jetzt nur noch 2 DDs. Im Gegnerteam sind noch 3. Die Benson ist außen und die Udachi hier. Die wird uns wahrscheinlich noch ein paar Verluste zukommen lassen. Oh, da ist der neue Panasiate. Um den soll es auch geschehen sein. Ja, sie sollen nur noch. Und da ist sie, die Fidschi. Das wird jetzt interessant. Ja, Fidschi hat uns richtig hart drangenommen. AP. Er möchte zugehen. Interessant. Dann dauert es nicht mehr lange. 3, 2, 1. Ah, Gott sei Dank. Ah, Torpedos der Fidschi. Ah, das sind die Torpedos der Udachi. Die Fidschi haben nur 8 Kilometer Torpedos. Das bedeutet, die werden schon aus. Das bedeutet im Umkehrschluss auch die Udachi. Die Was? Was sind das für Torpedos dann? Spinne ich jetzt? Das Benson-Torpedos? Nee, die ist doch gerade erst offen gewesen. Hat die Fidschi nicht 8 Kilometer Torpedos? Naja, das schaue ich mir danach an. Wie gesagt, im Moment, mittlerweile gibt es zu viele Schiffe mit zu vielen unterschiedlichen Stats. In Erinnerung sind mir 8, aber das Ding war 9,2 Kilometer jetzt entfernt und die Torpedos sind weitergelaufen. Hat sie 10 Kilometer, die Fidschi? Und die Leander hat 8? Ist schon möglich. Nee. Nee, komm. Nee. Naja, wir werden es sehen. So, 5000 Trefferpunkte gegen 10.000, das soll ein klarer Gewinn für die Akizuki sein. Das darauf ist nicht immer so, nur wenn die Udachi die Türme nicht eingedreht hat. Man darf nicht vergessen, sie haben langsame Turmdrehrate, aber dennoch viel Punch, die 127er, die auf den meisten Schiffen drauf sind bei den Japanern, außer Akizuki, Kitakase, Harugumo, die Harekase 1 und 2. Oh, habe ich einen vergessen, die Fenyang. Die Fenyang ist der panasiatische Vertreter der Akizuki mit normalen, also mit 100 mm Geschützen und dem gleichen Reload, aber nicht derselben Penetration. Glaube ich, habe sie alle erwischt. Gott, oh Gott, stimmt. Gott, oh Gott, stimmt all. Gottchem. Gottchem. Da, naja, sind ja nicht bei Pokémon. Gut, wichtig ist in solchen Fällen, wenn man über die maximale oder minimale Spottungsmechanik oder Spotting-Mechanik von 2 Kilometer das Ding aufspottet, dann muss man so anfahren, dass man in dem Winkel auf das Schiff trifft, wenn wir beide offen sind, dass keine Torpedos eingesetzt werden können. Ansonsten ist man in diesem mega Nahkampfbereich, vor allem mit Schiffen mit schnellen Torpedos, meistens der Gearschte. Weil dann wird man einfach raustorpediert. Aber hier 95.000 übrigens, 4 Schiffe. 2 davon sind DDs. Das wird zu einem guten Endergebnis führen. Wir haben ja leider nicht die Opportunität, cappen zu können und somit Punkte zu holen. Cap, Recap, Recap, Cap. Na, das ist immer interessant. Da kann man gut Punkte generieren. Na, die Massachusetts ist auch hier nach oben gefahren.
gegen die Gneisenau. Da müsste eigentlich die Sekundärartillerie den ganzen Spaß erledigen. Eigentlich, können eigentlich auch abbremsen hier in Massachusetts und rückwärts schießen. Aber es sieht so aus, als würden wir nur noch Bekanntschaft mit der Gallant machen, wenn überhaupt. Boop Gunner. Und wir haben dieses Mal kein extremes Gefecht, was Schaden betrifft. Ja. Weil mittlerweile ist die Teamdynamik. Oh, die Massachusetts hat jetzt den Waffenbruder und die Generaloffensive gemacht. Zwei Schiffe und vier Schiffe. Die haben jetzt von jeder Klasse eins getötet. Mit der Gneisenau. Wobei, eigentlich die Bayern waren ja vorher schon da. Ja, und wie ihr gesehen habt, das ist eine nicht unübliche Aufsplittung des Teams in derlei Gefechten. Es sind immer welche, die zurückbleiben und das Cap verteidigen. Das sind meistens die Leute, die auf einer Seite spawnen, wo eine Offensive schlechter durchführbar ist. Wobei man auch sagen muss, eigentlich ist es meistens die Seite, wo mehr Inseln sind, wo die Leute lieber vorfahren, damit sie im Deckungsbereich vorrücken können. Das ist, glaube ich, eine ganz normale, menschlich-psychologische, bevorzugte Art und Weise des Spiels, weil man geht halt davon aus, man selbst bekommt wenig Schaden, was die wenigsten Leute oder weniger Leute dann meistens mit einrechnen ist, dass man, wenn man immer verdeckt ist, wenig schießen kann oder auch selbst wenig Schaden anbringt und man dann schlussendlich ziemlich nah am Gegner rauskommt, der aber immer noch volle Stärke hat. Und dann, naja, ist halt die Frage, was für ein Schiff man fährt. Welche Anfahrt man bevorzugt. Ideal wäre es natürlich, wenn der Flugzeugträger die Muße hätte, die Schiffe zu spotten, die hier sind, dass man auch im Anfahren noch ein bisschen Schaden machen kann. Allerdings ist Wargaming schuld daran, weil das bringt so gut wie nichts. Nur Schaden bringt wirklich viel. An Credits etc. Reiner Spotting-Schaden, reines Potential Damage und der ganze Nebenbei-Kram. Das reicht einfach nicht für ein gutes Gefecht oder dass man sagen kann, ja, ich bin so immer meinem Team nützlich. Weil viele Schiffe werden einfach so gespottet. Oh, und da haben wir den Kraken mit dem koordinierten Angriff, weil 7 Schiffe getötet worden sind. So, ich glaube, man kann behaupten, das ist ein klarer Sieg. Benson hier hat gegen unsere... Gegen was hat sie gekämpft? Gegen die Fubuki und die T61. Wahrscheinlich, ich glaube, die T61, oder? Hier unten. Nein, gegen die Fubuki. Die hat noch überlebt. Ganz unten. Oh, da spinne ich jetzt rum. Spinne ich rum? Ja, keine Ahnung. Es ist, man sieht, es ist ein gefühlt träges Gefecht gewesen. Warum kommt einem das so vor? Weil es keinen spannenden Moment gegeben hat. Das ist ein gutes Zeichen für ein DD, möchte ich anmerken. Aus dem einfachen Grund, weil es kontrolliertes Fahren voraussetzt. Das Eingehen von unnötigen Risikos lässt unseren Impuls in die Höhe schnellen und führt zu Situationen, die vielleicht erinnerungswürdiger sind, aber eine meist 50-50 oder sogar noch schlechtere Wahrscheinlichkeit haben, positiv für uns auszugehen. Natürlich sind das die coolen Gefechte, der crazy shit. Aber die Mehrzahl der Gefechte sollten tatsächlich diese hier sein, wo man kontrolliert und überlegen den Feind anfährt und ihn dann rausnimmt. Und das wurde tatsächlich gemacht. Vielleicht ganz am Anfang bei der Gede auch zu nah um die Insel gefahren, aber Gott sei Dank hat das Gegnerteam, es war weniger entschlussfreudig. Wäre hier ein Kreuzer mit von der Partie gewesen, zum Beispiel die Fidschi, hätte es anders ausgesehen. Aber machen wir uns nichts vor, dann hätten wir das Gefecht auch nicht als Replay zu Gesicht gesehen. Zu Gesicht gesehen? Zu Gesicht bekommen? Gesehen. 105.000. Werdet jetzt sagen, oh Gott, das ist ja schlecht für ein Replay, wenn das nicht mindestens 190.000 sind, das ist eh Bullshit. Und dann noch Stufe 8 und Top-Tier. 105.000 ist herausragend für Stufe 8 im Zerstörer. Wir müssen nur einmal in die Stats schauen. Wir haben 40.000, 50.000 Durchschnittsschaden auf die Stufe 10 Zerstörern. Und dann vor allem, was beschossen worden ist mit 2304 Basic Spear. Ihr seht eh, das waren ganz viele DDs, oder zwei, drei DDs hier in Summe, eigentlich alle vier, aber nicht auf allen wurde extrem viel Schaden gemacht. Und die Skillung ist interessant. Die Skillung ist wirklich interessant. Ne? Wir haben hier einmal geringere Ausfallquoten von minus 30% für Ruder und für Antrieb.
Dann haben wir Last Stand. Das bedeutet, wir haben weniger Einbußen, sollte unser Ruder und unser Antrieb wirklich ausfallen. Wir haben hier den SP-Skill. Wir bekommen quasi 350 Trefferpunkte pro Stufe mit dazu. Und wir haben das Concealment. Concealment wurde auch bei den Modulen gescaled. Das ist die, man könnte fast sagen, die Überlebensvariante. Das ist also der Start der Überlebensvariante. Ob man jetzt über Last Stand und die verringerte Ausfallquote gemeinsam skillen muss oder ob die Notwendigkeit besteht, das ist, glaube ich, diskutabel. Ich mache es nicht, aus einem einfachen Grund. Für mich negieren sich diese beiden Skills in ihrer Wertigkeit. Das ist, wenn ich minus 30% hier nehme und dann vielleicht noch den Ausfall in den Modulen skille, dann habe ich ja eine fast um die Hälfte reduzierte Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Ausfall habe. Warum soll ich mir da noch 2 Punkte opfern, um, wenn ich eine reduzierte habe, dann noch eine reduzierte, also eine reduzierte Ausfallchance, dann auch eine reduzierte Wirkung zu haben? Allerdings wähle ich den Last Stand Skill, bevor ich den hier wähle. Also ich bevorzuge Last Stand und den 1er hier nicht und wähle vielleicht was anderes dafür. Aber gut, das ist wie gesagt eine Geschmackfrage. Ist unterschiedlich, je nachdem für was für einen DD man sich entscheidet. Dass der hier bei der Akizuki für einen Arsch ist, da sind wir uns glaube ich einig, dass wir diesen hier nicht unbedingt brauchen und auch den erhöhten Flutungsschaden auch nicht. Frage ist, findet man es notwendig, bei einer Akizuki eine schnellere Turmdrehrate zu haben? Ja, das ist halt, das macht jeder für sich selbst. Ich bin sowieso generell ein Freund von Schadensskills zu Beginn. Weil man wählt quasi, jetzt kommt ein langes Ende. Es tut mir leid, ihr könnt gerne jetzt ausmachen. Aber ich wähle zuerst immer die Schadensskills. Wahrscheinlich würde ich auf Turmdrehrate gehen. Eine Akizuki, schauen wir schnell nach, hat eine Turmdrehrate von 11,25 Sekunden, das kann ein bisschen verbessert werden. Muss nicht unbedingt, wenn man vorsichtig fährt. Dann nehme ich immer Last Stand, weil bei aller Vorsicht, man wird mit einer Akizuki beschossen und da möchte ich dennoch beweglich bleiben. Und dann, ja gut, dann gibt es natürlich die Frage, wollen wir die Nachladezeit der Hauptartillerie verringern um 5% gleichzeitig von Beginn an oder wollen wir einen Linienrausch nehmen, einen von den beiden. Und dann entweder höhere Reichweite, wenn ich sie mit Smoke und zum Farmen fahre, oder wir gehen auf Concealment. Ich würde bei den ersten Skills, ganz im Ernst, ich nehme den hier, und den hier. Und dann bleibe ich auf Distanz, mache einmal Concealment rein, nutze meinen Smoke und schieße hinter Inseln. Warum? Weil wenn ich das mache, habe ich meistens einen Kapitän, der nicht gut ausgebildet ist, weil ich nur 10 Punkte habe. Das bedeutet, ich muss viel Schaden machen, muss viele Punkte machen und dann kriege ich mehr XP und level meinen Kapitän so schneller hoch. Das ist eine Möglichkeit. Später kann ich ihn dann umskillen auf minus 5% und IFAE oder ohne IFAE. IFAE wäre nämlich der nächste Schadensskill. Wobei der vielleicht sogar zuerst, weil dann habe ich anstelle von 30, habe ich gesamt, was habe ich denn mit IFAE? 25% dazu, dann habe ich 37 mm Penetration, da komme ich durch ganz viele Kreuzer durch. Wie gesagt, das ist das Farmbild. Das ist nicht das Anti-DD-Bild, das wir hier sehen, oder das Überlebensbild. Ne? Ich würde dann auch den SP-Skill mit reinmachen, würde dann auch den Inspekteur mit reinmachen, dann habe ich einmal Smoke mehr zum Beispiel, einmal Speedboost mehr, einmal Torpedo-Reload und so weiter. Aber man kann fahren, wie man möchte. Das ist das Schöne bei der Akizuki. Entweder das Farmbild, das leichten Kreuzer für maximalen Schaden, wo man 200.000 Schäden dann macht, weil man höhere Reichweite hat. Oder wir gehen auf Anti-DD mit den schnellen Türmen, brauche ich oder mit den schnellen Reload, brauche ich hier nichts. IFAE nehmen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Fahrt das Ding, wie ihr wollt. Es gibt auch bei bis zur Harugumo gibt es die Möglichkeit, das als leichten Kreuzer zu fahren oder als DD. Ganz egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.